So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer lauten Folge Dead Space. Ja, wir haben ja angefangen in der letzten Folge. Vielleicht drehen wir mal die Gesamt-Lautstärke so ein klein bisschen runter. Merkt mich nicht drauf. Ah, Sprache ist eigentlich auch okay. Ist das die Musiklautstärke vielleicht? 5.1, was haben wir denn? 5.1? Nee, da so, okay. Annehmen. So. Alter, ich habe ja 7.1 in den Boxen drin, aber das ist ja egal. Machen wir Stereo. Moment, wir müssen checken, wo wir müssen. Da. Das war schon gruselig genug in der ersten Folge. Ach so, der Grund, die Beweggründe, warum nehmen wir jetzt Dead Space auf oder warum machen wir dieses Projekt jetzt, ist folgendermaßen, denke ich. Gut, ich kann auch mein Mikrofon einfach mal lauter schalten, ne? Und zwar, es soll bald angeblich ein Remaster draus kommen. Diese Gerüchte halten sich ja schon bestimmt seit über einem Monat oder zwei. Daraufhin habe ich gesagt, ich hätte gerne mal Dead Space tatsächlich nochmal irgendwann mal auf unseren YouTube-Kanal. Und habe mich dann dazu entschieden, das jetzt zu machen. Da jetzt Sherbin Lied so gerade in die Kürze gegangen ist, ich habe Steps gehört. Dachte ich einfach, hey, wieso nicht? Ja, wieso eigentlich nicht? Hey, Kinders! Hallo, seht ihr mich? Warten die auf mich oder was machen die da? Das sieht total bunt aus. Okay, die warten nicht auf mich. Doch, die warten auf mich. Ah ja, das ist das, was wir machen. Computer der Monorail-Steuerung online. Okay. Schiffsweites Monorail-System wurde reinitialisiert. Alle Monorails funktionieren ab sofort nach Vorschrift. Monorail fällt an der Flight Deck Station ein. Ja! Quarantäne aufgehoben. Oh. Ob das gut ist, dass die Quarantäne aufgehoben ist? Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Danke. Seltsam. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flight Lounge war, ist jetzt weg. Gut. Die Quarantäne wurde aufgehoben. Gehen Sie zurück zu Kallin und bereiten Sie den Start vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch Wahnsinn, Hammond. Selbstmord. Wir werden hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Kenntnis genommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Aber echt, hey. Bringen Sie uns einfach lebend hier raus. Wir bemühen uns. Genau, danach habe ich geguckt, ob hier irgendwelche Credits rumliegen. Ja. Ist schön, auch ein dunkler Raum. Sehr beruhigend. Sehr, sehr beruhigend. Wieder rumwappelt hier. Ja, die Sonne nervt schon wieder. Das ist immer so, tatsächlich über Tag, man muss sich ja vorstellen, haben wir echt bewölkt, alles drum und dran, Regen, bla, nein, Regen nicht unbedingt gerade, aber bewölkt und man nimmt abends dann auf, dann blendet die Sonne genau durch mein Bläsee, geht durch. Und ihr könnt mein wunderschönes Gesicht noch genauer begutachten. So intensiv hatte ich das auf der PS3 gar nicht in Erinnerung gehabt. Alter, bist du irgendwann, brüllst du denn so? Ich weiß doch, dass du da bist. Hat
hat ja funktioniert, Tom. Sie hat ja funktioniert. Wie krüppelig die Viecher einfach aussehen, was da einfach rauskommt. Da noch der Arm aus dem Bauch raus und so ein Scheiß. Was seid ihr bloß für hässliche Missgeburten? Nehmen wir mal ein paar Schönheitsveränderungen vor. So. Das sollte genügen. Okay, wir sind wieder hier. Isaac, wir haben es auf die Brücke geschafft. Das ist ein Albtraum hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Ja, viel Glück. Was? Plasma-Energie ist voll? Nein. Mein Inventar ist voll. Damit habe ich dann mein Inventar so voll. Eigentlich irgendwie ist es halt erschreckend, wie wenig Platz wir im Inventar eigentlich haben, ne? Aber können wir nicht hier irgendwo Credits finden oder so ein Scheiß? Damit wir noch so geile Rüstung kaufen können. Jetzt momentan noch die Standardrüstung. Warte mal, lass das mal ganz kurz Gesundheit hinzufügen. Ist die Common Rail Bahn denn jetzt aktiv oder war sie hier überhaupt? Ja, sie war hier. Aha. Es schlürft herum. Ja. Ich mache auch immer so meine Kisten auf zu Hause, meine Schublade. Die werden jetzt mal aufgetreten, aufgeschlagen. Okay, die Common Rail Bahn müssen wir erstmal holen. Die sind damit abgedüst. Wollen haben wir denn bitte zersäbelt den Vogel hier, wa? Ich wette, hier müssen wir gar nicht hin. Und ich bin auch gerade gelaufen, ohne irgendwie mal auf meinen. Okay, wir müssen doch hier hin. Lebensform entdeckt. Hüllenschaden bedenklich. Sofort auf. Lauf, das Schiff ist kaputt. Kollision in der zentralen Hangarbucht registriert. Rettungstrupps wurden informiert. Sehr geschossen. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause. Der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra! Nein, Hammond! Das ändert alles! Nein, Helmut, das ändert alles! Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und, wo ist der Captain? Genau, wo ist der Captain? Hier ist Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort? Medlab. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie kann. Was war das? Noch mehr für diesen Monster. Monorail. Monorail. Ach so, hier geht immer das Licht an, wenn wir reinkommen. Lass speichern. Momentchen, Popentchen. 2500 Credits lassen wir uns hier nicht hingehen, was?
Annehmen. Ja, beschreiben wir. Okay. So, wo sollen wir hin? Okay, dadurch. Machen wir das. Machen wir das doch einfach. Ja, diese Cutter-Dinger da, die sind... Können wir nachladen? Ah, haben wir eingesteckt. Okay, sauber. Ein Fahrstuhle. Eine Fahrstuhlette. Achso, wir müssen... Ja, geht nicht mehr alleine. Attacke, Fahrstuhl, Attacke. Bring uns hier raus. Naja, ich glaube eher tiefer rein. Okay. Shop betreten. Genau das wollte ich schon immer mal machen. Mein ganzes Leben. Welche Aber haben die noch mehr Shops? Nee, das ist die Common Rail. Da hat ein Knotending. Werkbank. So. Plasma-Cutler. Wir haben 14.000 Credits. Ich persönlich hätte ja ganz gerne... Plasma-Cutler. Ich persönlich hätte ja gerne neue Klamotten. Anzug Level 2. Könnte mir dann aber keine Strahlenkanone kaufen. Oder ein Impulsgewehr könnte ich mir dann nicht kaufen. Aber ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwann nochmal das kaufen können. Dieser Anzug-Dings... Erweitert Inventarslots und Panzerung. Ja. Okay. Sieht schon krasser aus, der Vogel jetzt. Okay. Anzug Level 2 haben wir jetzt. Plasma-Energie. Munition für Plasma-Dings. Medipack. Luftkanister klein. Ich hätte ja gerne auch diese Dings, ne? Aber egal. Dafür gab es doch auch noch irgendwelche Geräte noch. Für die Weltkarte haben wir keine Knoten mehr. Keine Energieknoten mehr. Hätten wir uns auch welche kaufen können? Aber wir haben keinen Knoten. Okay. Los geht's, Eisenbahn. Los geht's. Da sollen wir hin oder da sind wir gerade? Abgeschlagen. Gott, ja klar, Fortschritt speichern. Nehmen. Yep. Okay, darf nach vorne fahren wir jetzt also. Guck mal an. Ach, hier sieht es doch viel schöner aus gleich. Alles in Ordnung, McCoy. Ja, alles in Ordnung. Er ist hier. Du brauchst keine Angst. Alter, da fahren ja schon die Marten raus. Ich wusste, du würdest kommen. Der hat keinen Kopf, keine Beine, keine Arme. Wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Danke. Kann ich jetzt gehen? Koi will mich zum Shuttle bringen. Okay, wie geht dieser Key-Modus? Er hat ganz schön einen hässlichen Kopf gehabt, ne? Ganz schön hässliches Gesicht, die Oliver. Ich bin auch Operateur. Ich kann ihr Gesicht wieder in Ordnung kriegen. Genau so. Alter, ist das brutal, oder? Genau, die Arme waren sowieso im Weg. Die brauchen wir nicht. Und jetzt siehst du genauso aus wie dein Freund. Super, das haben wir doch gut hingekriegt, wa?
Oh, die ganzen Maden, Alter, die ganzen Maden. Das ist einfach nur widerlich, ey. Okay, dieses Kinetik-Ding. Wie kann man das nochmal in Bewegung setzen? Die Steuerung. Ah, Rig-Modul-Steuerung, grundlegende Steuerung, Zielmodus-Steuerung. Zero-G-Sprung. TK, sekundär. Nee, wie heißt das Ding nochmal? TK-Modul. Ist es das? Das TK-Modul? Damit kann man auch Dinge anheben. Oh, ja. Yeah. War da nicht irgendwas mit? Wie konnte man das denn nochmal machen? TK-Modul war es wohl nicht. Aber, aua! Tab. Lagen aufstampfen. Waffenslot hoch und Waffenslot runter. Innovation, grundlegend Zielmodus-Steuerung. Zielmodus umschalten, feststellen, nachladen, schießen, das ist klar. Sekundär Leertaste. TK-Modul C, Zero-Sprung. Rig-Steuerung. Ehrlich gesagt. Wir waren das gleich noch. Warte mal, drehen? Waffen drehen, weiß ich. Ich weiß es nicht. Das Langsam-Macht-Ding ist da. Ich finde das gerade überhaupt nicht. Warte mal, war das nicht wirklich F? Soll ich vielleicht F halten? Nein, das ist es nicht. Ist auch nicht. Himmel. Davon brauchen wir auch noch einen neuen Ding bald. Ich finde das gerade nicht heraus. Stand da ja da anvisieren und dingsen, aber stand ja nicht, welchen Knopf wir dazu brauchen. Um das überhaupt irgendwie, Nachladen, Zielmodus. TK-Modul. Ist es das? Was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Ich bin so durcheinander. Wir hatten das so ein verficktes Modul gegeben, oder nicht? Das war doch der Plan. Weil ich habe die hier gerade durch die ganze Abteilung geschleudert, hier die Uschi. Ja, es gab so ein Antigravitationsteil, womit ich das hier hochheben konnte. Was war denn das denn? Das ist das Problem. Welcher Knopf ist denn das? Wie habe ich das jetzt gemacht, Tomji? Alles klar, es wird mit Mausdings und dann kannst du dich verschieben. Warte, ich will das mal auf die Leiche raufstellen, damit es nicht so eklig aussieht alles. Ja. Ja. Genau. Okay. Schema-Thema. Was? Schemata. Heben Sie Schemata, um den Shop-Objekt hinzuzufügen. Schemata. Schemata. Die Krankenstation. Wir sind da. Isaac, sind Sie noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Ach, was für ein Zufall. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Okay. All right, Partner. Flammenwerfer. Ja gut, kann ich mir alles nicht kaufen, weil wegen keine Kohle und so. Stace-Pack, genau. Stace-Pack. Sollen wir uns nochmal geholt. Das sollen wir in die Luft jagen. Oh, oh.
Ja, mal Credits haben. Da sagen wir nicht nein zu, auf gar keinen Fall. Der stampft, ne? Als würde er 20.000 Kilo wiegen, ey. Okay. Sonst noch was? Nein. Dann mal eben speichern. Ja. Oh, na, Benny. Wo müssen wir denn genau hin? Da hin, okay. Da war, gab es auch diese Babys, ne? Ein Sekundärfeuer in der Taste. Aha. Wow, die wurden ja alle kalt gemacht. Da ist noch diese... Da. Guck mal, die haben damit rumexperimentiert. Da sieht man ja schon die ganzen abgebildeten Dinge, wie sie ändern sich, die Leute. Das ist ekelhaft. Diese Missgeburten. Ja, von euch. Ah, gefährliche Moment. Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Was? Dort lief aber auch noch einer rum, das hatte ich gerade gesehen. Der Kammerjäger ist da. Ist das dieser Schlüssel, damit ich die Quarantäne ausschalten kann? Oder? Okay, war es nicht. Es war einfach nur... Oh Gott, wie das hasse. Missgeburt. Quarantäne aufgehoben. Aha. Wir mussten hier einfach nur den Meuchelmörder spielen. Okay, wir müssen da rein. Du musst nur den Kammerjäger spielen und dann geht das Ding wieder. Ja, ja, genau, aber die Zeichen sagen ja eindeutig, dass sie genau wussten, was die hier machen. Mit diesen komischen Experimenten an diesen Menschen. Das waren mal alles Menschen, man sieht es ja auch an den Klamotten. Und dann wurden die irgendwie deformiert von irgendeinem verrückten Professor. So nehme ich das mal an. 1100 Credits, dazu sagen wir niemals nein. So, perfekt. Wir sind hier in der Krankenstation angekommen. Hier können wir einen kleinen Break machen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.